Tür Nummer 8, Protego. Protego leitet sich eventuell aus dem lateinischen Protegere ab oder von dem englischen Protect. Es bedeutet auf jeden Fall beides beschützen. Protego ist ein Schildzauber, der schwächere Flüche abwehrt. Flüche wie Expelliarmus oder Stupor können damit abgewehrt werden. Vermutlich wird dieser Zauber im 5. Jahr beigebracht. Harry bringt ihn auf jeden Fall in seinem 5. Jahr der DA bei. Er selbst lernt ihn aber schon im 4. Jahr für die 3. Trimagische Prüfung. Protego wird immer wieder eingesetzt. Unter anderem nutzt Harry es auch, um Accio zu blocken. Oder er benutzt es auch im Okklumentik-Unterricht gegen Snape, damit dieser nicht in seine Gedanken schauen kann. Ansonsten benutzt man Protego halt regelmäßig in Kämpfen, um die Angriffe der Gegner abzuwehren. Es gibt auch eine größere Version von Protego, die heißt Protego Totalum. Den benutzt Hermine im 7. Band, um einen weiteren Schutz um ihren Zeltplatz zu legen, den sie ja mit verschiedenen Flüchen beschützt hat, und einer dieser Flüche war Protego Totalum, und das ist eben die Protego-Version, nur langfristig und vorbeugend, die dann Plätze vor Zaubern schützen kann. Und ein lieber Gruß geht heute raus an Moli.